Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine leckere italienische Reispfanne mit Salsiccia und Gemüse. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen. Dann habe ich hier 400 Gramm Salsiccia, 8 kleine Würstchen in die heiße Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten darin anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um das Gemüse. Eine große Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und in dünne Scheiben schneiden, dann die Würstchen einmal wenden, von der anderen Seite ebenfalls für 2 bis 3 Minuten anbraten, als nächstes ca. 150 Gramm braune Champignons putzen und ebenfalls in Scheiben schneiden, eine kleine Zucchini längs halbieren und in Stücke schneiden und zum Schluss noch eine rote Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, die Würstchen aus der Pfanne heben, auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen, jetzt das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben, eventuell etwas Öl nachgeben und unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Danach kommen die Gewürze dazu, 2 gehäufte Teelöffel italienische Kräutermischung bzw. Pizzagewürz, außerdem 200 Gramm Parboiled-Reis oder Basmati-Reis mit einer Kochzeit von ca. 12 bis 15 Minuten dazugeben, Gewürze und Reis kurz unterrühren und danach die restlichen Zutaten dazugeben, 125 Gramm Oliven, 1 bis 2 Teelöffel Salz, eine Dose gehackte Tomaten, 500 ml Wasser und anschließend alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Dann kommt die Salsiccia zurück in die Pfanne, alles zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze für 12 bis 15 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Reispfanne einmal gut umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange, bis der Reis gar ist und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen hat. Zum Schluss schmecken wir die Reispfanne noch ab, eine gute Handvoll frische Basilikumblätter dazugeben, außerdem eventuell Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Ein letztes Mal gut umrühren und danach können wir auch schon servieren. Die One-Pot-Reispfanne mit Salsiccia und Gemüse auf tiefen Tellern verteilen. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.